Und wenn du schlau bist, dann springst du auf und sagst deinen Nachbarn, dass du dieses organische Material benötigst. Wir kennen es doch alle, wenn im Frühjahr oder auch im Herbst der Garten gepflegt wird und die Menschen sozusagen aufräumen. Hierbei fällt sehr viel organisches Material an, wie zum Beispiel Astrückschnitte, Grasschnitt, Laub, Mist. Und die Menschen neigen dazu, diese Sachen als Abfall zu betrachten und sie dann zum Beispiel zum Wertstoffhof zu bringen. Und wenn du schlau bist, dann springst du auf und sagst deinen Nachbarn, dass du dieses organische Material benötigst. So bekomme ich genug organisches Material zum Beispiel zum Mulchen, um Komposte anzulegen, um Hochbeete zu befüllen oder auch um Totholzhecken aufzubauen. Mit den Totholzhecken baue ich Lebensräume für andere Tiere auf, erhöhe somit die Artenvielfalt, wodurch eine einseitige Plage bei Kulturen vermieden wird und ich dadurch mehr ernten kann. Mit dem ganzen organischen Material hat das Bodenleben auch genug umzusetzen, hilft mir einfach dabei, guten Humus aufzubauen, ist ja ein System. Und der Humus mit den ganzen Mikroorganismen kommt auch wieder den Pflanzen zugute. Sie werden stark, vital, weniger anfälliger für Krankheiten und sie tragen auch viel mehr. Also kurz, weniger Pflegeaufwand für mich, aber trotzdem mehr Ernte. Spar mir auch Geld, weil ich zum Beispiel meinen eigenen Kompost habe und dem mir keine Erde nochmal zusätzlich kaufen muss. Und weil ich eine vermehrte Ernte habe, bin ich unabhängiger vom Supermarkt und spare mir da auch wieder Kosten, um mein Essen zu besorgen. Jetzt ist es nur noch wichtig zu wissen, wie ich es mache, um halt an dieses ganze organische Material zu kommen. Letztlich ist es eigentlich ganz einfach. Du musst mit den Menschen einfach nur kommunizieren und reden. Ich zum Beispiel habe mit meinen Nachbarn geredet, dass sie mir jederzeit Grüngut und Astrückschnitte zu mir an die Permakultur bringen dürfen. Hierfür habe ich eine Grüngutstelle für sie eingerichtet, wo sie zu jeder Zeit einfach ihr organisches Material hinbringen können. Selbstverständlich kommuniziere ich auch mit ihnen im Vornherein, was ich denn genau haben möchte, weil zum Beispiel zu viel Truhe möchte ich bei mir auch nicht haben, weil das einerseits sehr schwer zu kompostieren ist. Neben meinen Nachbarn nutze ich auch eBay Kleinanzeigen, um darauf aufmerksam zu machen, dass man mir organisches Material bringen darf. Und ich habe auch mal mit der Gemeinde geredet, dass sie mir auch mal Astrückschnitte bringen können. Die haben mir wirklich meinen Traktoranhänger voll Astrückschnitte gebracht, wo ich dann eine ganze Woche damit beschäftigt war, das ganze Zeug zu häckseln. Wichtig bei den ganzen Sachen ist, dass ihr kommunikationsfreundlich seid. Das heißt, traut euch zu den Leuten hinzugehen, seid offen, seid ehrlich, sagt, warum ihr das Ganze braucht, seid neutral, geht mit denen auch ein bisschen ins Gespräch, unterhaltet euch mit ihnen und baut so auch eine Bindung mit den Menschen auf. Denn so macht die Kooperation auch viel mehr Spaß und du kannst auch schneller dein eigenes Eldorado wieder aufbauen. Wie es damals die Indios aus dem Amazonasgebiet gemacht haben. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Sofern ihr dir diese Tipps einen Mehrwert gegeben haben, gerne Daumen nach oben geben. Gerne auch kommentieren, wie du es zum Beispiel angehst, dass du genug organisches Material bei dir in deinem Garten bekommst. Natürlich auch gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit du weiterhin von diesen Tipps und meinem Content profitieren kannst. Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei für weitere Informationen und Beiträge, die dir einen Mehrwert bieten können. Dort findest du auch meine Saatgutliste von Saatgut, was ich hier seit Jahren schon selbst ziehe. Und auch Pflanzen, die ein neues Zuhause suchen, wie zum Beispiel Johannisbeeren, Erdbeeren oder auch Esskastanien. Sonst kann ich dir nur mein Video hier an der Seite empfehlen, wie du zu einem faulen Gärtner wirst.